Moin aus Berlin, Sulsul, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 auf meinem Kanal. Und ja, die haben irgendwie alle noch keinen Bock, Torte zu backen. Ich find's armselig. So, wir wollen eine Geburtstagsparty machen. Weiter. Ereignis starten, Aktivität wählen. Wir machen das Ganze natürlich zu Hause. Ja, wir sind zigmal angefangen, hier einen Kuchen zu backen, auf jeden Fall. Das ist schon mal... Weiße Torte. So, nochmal, komm, mach hin. Kann ich kochen? Unglaublich, was hier abgeht. Heiße Torte. Warum backen die diesen verdammten Kuchen nicht? So, pass auf, Freunde. Wir machen jetzt an dieser Stelle mal einen Cut. Ich werde das Spiel mal einmal neu starten. Ey, es kann nicht angehen, dass die hier keinen Kuchen backen. Ein Spiel erlebt, was so verbuggt ist wie das hier. Hier liegen überall, liegt überall die ganze Scheiße auf dem Boden rum. Ich sag euch was, das mit dieser Geburtstagsfeier geht gründlich in die Hose. Die sind zu blöd, einen Kuchen zu backen, ganz ehrlich. Allesamt, wie sie da sind. Ja, Geburt, genau. War mir klar. Alter Schwede, es kann nicht angehen, ey. Junge, 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 Junge. Aber man geht mit Abendkleid ins Bett, oder was? Du bist auch nicht mehr ganz Pflaume, du. Ha ha!
Genau, Hauptsache ihr habt zu fressen. Was eure Tochter für einen Scheißgeburtstag hat, das interessiert euch nicht die Bohne. Seht zu, dass du aufräumst. Das ist unglaublich. Sie macht's einfach nicht. Reparieren, aber sofort. Warum backen die diese verdammte Torte nicht? Warum? Kann's nicht nachvollziehen, echt nicht. Kann man nicht irgendwo rauskriegen, warum das nicht geht? Fähigkeit 1, das ist doch gar nicht so viel. Die hat Feinschmecker kochen 5. Die kriegt es nicht auf den Schirm, mehr so eine blöde Torte zu bauen. Mann! Setz die Torte fort. Alter, es kann nicht angehen, echt nicht. Ja, Lena, ich wäre auch wütend, ganz ehrlich. Es nicht. Verstehe es nicht.
Warum wollen die dir keinen Kuchen backen? Ich verstehe es nicht. Na, echt nicht. An dieser Stelle wie immer, ne? Däumchen wäre ein Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. Sag nicht, sie macht jetzt endlich die Torte. War die Küche nicht sauber, aber das habe ich gar nicht gesehen so weit. So, und jetzt pass auf. Sich was wünschen. Und Kerzen auspusten. Lena ist älter geworden. Teenager sein. Liebesqualm, verschwitzte Sporthosen und hormonelle Verbindungen. Veränderung warten. Steig am besten in die Stiefel. Der Ritt beginnt hier. Ja, dann ist Lena jetzt ein Teenager. Ach so, da müssen wir jetzt was Neues machen. Was machen wir denn hier? Devianz, Bonusmerkmal, niederträchtig. Niederträchtige Sims werden stärkere und gefähr... was? Vermögen, Essen. Liebe machen wir. Serienromantikerin. Seelenverwandte auf jeden Fall. So. Brihei Ganib Beinu. Info. Lena. Yes. Lena. Geh joggen. Ja, jetzt ist sie ein Teenager und könnte eigentlich den Typen hier, wer ist das überhaupt, lustig vorstellen. Nee, freundlich vorstellen. Komm her. Bleib stehen, du Eimer. Oh. Freundlich vorstellen. Jetzt. Warum ist die auf einmal so dick geworden? Was hat denn die gegessen, verdammt? Junge, 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 Junge. Aber es liegt in der Familie. Komisch, aber es ist ja nicht mal ihr leibliches Kind.
gibt es nicht irgendwelche... Wartet mal. Gibt es nicht irgendwelche Fitnessgeräte? Da. So, sie schaut zu, alles gut. Unglaublich. Hat die der gerade das Essen geklaut oder was? Wie kann man sich in so kurzer Zeit so viel anpreisen, Lena? Ehrlich. Du machst weiter. Freude behane. Voice of power. Sambas, Naya Blue, Yamasani. You know what? It's enough. Arabe. Wait, whoa. You know what? He ought to be. That would be Vine's Athens. You not be Stulay. Meshka Trainee. The Possum Rabine. Polka Freed. Meshka Trainee Pipsum. Jeff, let him move. Ramon Hayam! Simse Chorib! Janobor Freenip! Aber liebe Leute, während unsere Lena hier so schuftet, sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Tschüssi.